Da sitzt er. Wer wird Weltmeister? Brasilien nicht. Ansonsten auch kein Europäer, aber die Deutschen werden so überirdisch spielen, dass sie nicht mehr als Europäer gelten, sondern als Weltmacht. Deswegen werden sie auch in Südamerika Weltmeister. Was hältst du von den Aussagen, oh, es wird ganz schwer für die Deutschen, es wird wieder nicht klappen? Ich glaube, dass die Spieler gereift sind, dass sie eine Mannschaft sind und dass sie einfach besser sind als alle anderen. Und was gibt's zum Frühstück? Spiegelei. Rührei. Und Avocado.